So we move on now to an important topic, a very, very important topic that really does affect every area of society. We're going to jump over to cybercrime. So many, many things, clearly, the internet brings us in terms of positive benefits, but clearly there's a lot of damage that can be done out there as well. The gentleman that's going to stand on the stage and share more with you of his insights and making sense of what the landscape is right now at this moment. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the president of the Federal Criminal Police Office of Germany, Mr. Holger Münch. Thank you very much. Meine Damen und Herren, freue mich heute hier zu Ihnen sprechen zu können. Das Thema ist Cybercrime und das in 30 Minuten zu packen, ist natürlich extrem schwierig. Insofern werde ich viele Dinge hier nur anreißen können, aber möchte Ihnen schon ein bisschen darüber erzählen, wie sehen wir die großen Herausforderungen, die Bedrohungslagen, was sind die Geschäftsmodelle, wenn man so wollen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben und was bedeutet das auch für uns als Polizei? Wie müssen wir uns verändern, um Schritt zu halten und was können wir auch schon und was können auch Sie am Ende tun? Wir haben eine rasante Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie weltweit. Und Datenspeicherung, Cloud-Speicherung, all das hat sich tiefgreifend gewandelt. Digitalisierung, ihre anhaltende Digitalisierung ist mit den Ausmaßen vergleichbar mit der ersten industriellen Revolution, die Gesellschaften stark verändert hat. Und das Resultat dieser Entwicklung ist natürlich auch, dass auch Kriminelle sehen, was bedeutet das für ihre Tatgelegenheiten, wie wir das nennen, und mit teilweise monetären, teilweise ideologischen Motiven, was kann man im Cyberraum, im digitalen Raum auch auf der dunklen Seite alles machen. Cybercrime steht der Begriff für ein breites Spektrum kriminellen Handelns. Wir reden von Hacken, von Verbreiten von Kunden- und Nutzerdaten, von Identitätsdiebstählen, den Einsatz von Ransomware, Online-Erpressung damit durchzuführen oder den Angriff auf Infrastrukturen, sei es mittels Botnets und DDoS-Angriffen oder auch anders. Und dabei ist nicht immer eindeutig, was die jeweiligen Täter zu ihrem Handeln motiviert. Also die Phänomene Cybercrime, Hacktivismus, wie wir das nennen, Cyberspionage oder auch Cyberwar, lassen sich nicht immer ganz klar trennen. Aber klar ist, man kann sie nahezu überall antreffen. Lassen Sie mich zunächst mal einen Blick auf die Lage werfen. Dazu muss ich mal gucken, wie das hier funktioniert. Ah ja. Wenn wir reinschauen, was wir in den polizeilichen Statistiken haben, wie viele Fälle, Anzeigen wir bekommen, dann ist die Zahl zunächst erst einmal überschaubar. Wir reden von fast 50.000 Fällen von Cybercrime im engeren Sinne. Darunter verstehen wir solche, die man eben nur im digitalen Raum machen kann und nicht andere Delikte, die in den digitalen Raum abgewandert sind, wie zum Beispiel eine Erpressung. Und wir reden dann von einem Schaden von etwa 40 Millionen Euro, die wir erfasst haben. Wenn wir das weiterfassen, jetzt Straftaten, die mittels Internet begangen werden, dann reden wir über etwa eine Viertelmillion an Straftaten, die pro Jahr in Deutschland erfasst werden. Aber das spiegelt das Phänomen nur in Ansätzen und nur sehr ausschnittsweise wieder. Das Dunkelfeld, wie wir das nennen, ist immens. Eine Untersuchung hier in Niedersachsen vom Landeskriminalamt im Jahr 2013 kam zu dem Ergebnis, dass etwa 9% aller Delikte nur angezeigt werden. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Es wird gar nicht bemerkt, dass man selber Opfer geworden ist. Oder bezogen auf Wirtschaftsunternehmen, man hat vielleicht Angst vor einem Reputationsverlust, wenn die Tat bekannt wird. Und auch das scheint nur ein Ausschnitt zu sein dessen, was tatsächlich passiert. Eine Studie, 2015 veröffentlicht, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat
erfasst, dass in Deutschland jährlich etwa 14,7 Millionen Fälle von Internetkriminalität passieren. Und wenn man das in Relation setzt zu dem, was wir als Polizei wissen, dann ist das Dunkelfeld noch viel, viel größer, als wir das angenommen haben. Das heißt, weniger als 1% der Straftaten werden überhaupt angezeigt. Berechnungen des Verbandes Bitkom zufolge summiert sich der durch Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage oder Sabotage entstandene Schaden in deutschen Industriebetrieben auf über 22 Milliarden Euro jährlich. Das ist der Stand von April letzten Jahres. Zusammengefasst kann man also sagen, Cybercrime ist eine, wenn Sie so wollen, wachsende Industrie, ein wachsendes Gewerbe. Der Ertrag ist groß und die Risiken für Täter sind zu klein. Das heißt, Cyberspace eröffnet auch der Kriminalität neue Dimensionen, nicht nur der Geschäftswelt und uns allen als einzelnen Personen. Für Straftaten bieten sich unzählig viele Opfer und Angriffspunkte. Und Cyberkriminelle sind innovativ, sie sind anpassungsfähig, sie verfügen über das erforderliche Know-how und im Zielspektrum stehen Privatpersonen genauso wie Wirtschaftsunternehmen, Forschungsinstitute oder staatliche Einrichtungen. Beispielsweise das Thema Mobile Devices ist ein wachsendes Betätigungsfeld für Cyberkriminelle. Damit reagieren die Täter auf die wachsende Nutzung von mobilen Endgeräten und mit einer entsprechenden Zunahme der Entwicklung von Schadsoftware. 2016 besaßen rund 49 Millionen Bundesbürger ein Smartphone. Das sind doppelt so viele wie 4 Jahre zuvor. Das zeigt die Dynamik, mit der dieser Markt immer noch wächst. Und attraktiv ist für Cyberkriminelle insbesondere, dass mobile Endgeräte im Gegensatz zu klassischen PC eigentlich immer online sind und über mobile Devices auch viele sensible Aktivitäten mittlerweile abgewickelt werden, sei es Online-Banking, sei es der Zugriff auf die E-Mail-Konten, auf soziale Netzwerke oder eben auch Transaktionen im Bereich E-Commerce. All das ist interessant für Cyberkriminelle. Es gibt unzählige Varianten von Schadsoftware, egal ob jetzt für mobile oder stationäre Systeme, die im Umlauf sind und setzt sich mehr und mehr durch, das nicht über breit gestreute Angriffe zu machen, sondern mittels gezielter versandter E-Mails. Potenzielle Opfer werden also angeschrieben mittels individuell verfasster, adressierter Mitteilungen, das nennen wir Spear Phishing. Malware wird auch über manipulierte Webseiten verteilt, die man aufrufen soll. Das nennen wir Drive-by-Infection. Und zudem werden Angriffe mittels Schadsoftware durchgeführt, die zunehmend komplex sind und so konzipiert sind, dass sie über einen langfristigen Einsatz am Ende Effekte erreichen sollen. Das heißt, zunächst geht es darum, in ein Zielsystem zu kommen und dann Stück für Stück das Zielsystem zu erkunden und auch Schadsoftware nachzuladen. Sogenannte Advanced Persistent Threats, also dann Angriffe, die über einen längeren Zeitraum angelegt sind, häufig im Bereich der Spionage eingesetzt. Lassen Sie mich auf einige typische Muster eingehen, mit denen wir es zu tun haben. Der DDoS-Angriff, ein Klassiker, der sich aber auch weiter wandelt als Geschäftsmodell. DDoS-Angriffe werden als Hauptangriffsziel eingesetzt im Finanzsektor, im Einzelhandel, auch in der Kommunikationsbranche. Das heißt, durch gekaperte Endgeräte, die dann massiv Webseiten ansteuern, werden diese lahmgelegt. Und durch DDoS-Angriffe kann Website-Betreibern bedeutender Schaden entstehen, nämlich dann, wenn der angebotene Dienst nicht zur Verfügung steht. Fachleute schätzen den Schaden auf im Durchschnitt 500 US-Dollar pro Angriffsminute und mittelständischen Firmen, kleinen Firmen entsteht in der Regel ein durchschnittlicher Schaden durch seinen Angriff von 40.000 Euro. Und das Angebot an DDoS as a Service, ich gehe auch noch mal drauf ein, nämlich, dass man solche Dinge sich auch kaufen, mieten kann, das ist auch florierend. Sie können für 5 US-Dollar pro Stunde
DDoS-Angriffe auf kriminellen Online-Plattformen erwerben, wenn sie ihren eigenen DDoS-Angriff machen wollen, ohne dass sie ein Netz haben. Wir sehen hier auch eine qualifizierte Weiterentwicklung. Kriminelle nutzen Botnetze teilweise aus vernetzten Geräten, Internet of Things, um Angriffe durchzuführen. Beispiel aktuell war das Mirai-Botnetz. Ein zweites, aktuell sehr beliebtes Geschäftsmodell ist die digitale Erpressung. Sogenannte Ransomware wird dazu eingesetzt und ist dazu geeignet, Dateien und Dokumente auf infizierten Computern zu verschlüsseln oder eine Verschlüsselung vorzutäuschen. Auch das gibt es zum Teil. Und viele Betroffene zahlen dann das geforderte Lösegeld. Und daher liegt hier auch ein wachsendes Geschäftsfeld für Cyberkriminelle. Die genutzte Software wird immer wieder verändert, sodass es auch schwer ist, für Antivirensoftware immer die aktuellste Version zu erkennen. Die Malware kann häufig auch sich über die Netzwerke weiter verbreiten, sodass der Schaden auch recht groß sein kann. Unsere Auswertung hat gezeigt, in den letzten beiden Jahren, 2015, 2016, gab es verstärkte Wellen von der Verteilung solcher Ransomware, und zwar in Deutschland, insbesondere in Bayern und auch in Nordrhein-Westfalen. Und Schwerpunkte waren hier Krankenhäuser und auch andere Einrichtungen des Gesundheitssektors sowie Verwaltungseinrichtungen, die verstärkt betroffen waren. Ein Ereignis, das durch die Medien ging, das war die Ransomware, die sich das Lukas Krankenhaus in Neuss eingefangen hat, auch über eine Drive-By-Infection, über eine infizierte Webseite mit fachlichem Bezug, die wirklich sehr, sehr gut aussah. Und das Krankenhaus musste seine Systeme komplett herunterfahren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und das ist dann schon eine echte Herausforderung. Ich habe mich mit dem Verwaltungsdirektor unterhalten. Heutzutage läuft in einem Krankenhaus unglaublich viel über IT. Und jetzt müssen Sie runterfahren und auf einmal können Sie nicht mehr auf dem iPad die Krankenakte lesen, sondern müssen wieder im Papier gucken. Also das war schon auch eine echte Herausforderung. Ja, Internet of Things, das Stichwort ist schon gefallen. Die weit verbreiteten informationstechnischen Systeme im Netz erhöhen die Verwundbarkeit noch mehr von Staaten, Unternehmen und von jedem Einzelnen. Begriffe wie Smart Home oder Industrie 4.0 oder Internet der Dinge sind Synonyme dafür, dass moderne IT und Internet eben zunehmender integraler Bestandteil unseres täglichen privaten und beruflichen Lebens werden und nicht nur wir über Computer reden. Eine Allianzstudie kommt zu dem Ergebnis, dass bis 2020 weltweit mehr als 1 Billion Endgeräte mit dem Internet verbunden sein werden. Und das ist natürlich eine schier unglaubliche Zahl von Opfersystemen. Und diese Geräte verfügen häufig über eine respektable Rechenleistung, sind aber andererseits mit einer Software ausgestattet, die eben häufig Schwachstellen aufweist. Deswegen ein beliebtes Angriffsziel. Mittlerweile haben wir wiederholt DDoS-Attacken mittels Botnetzen festgestellt, bei denen intelligente Endgeräte missbräuchlich benutzt wurden. Im Oktober letzten Jahres gab es eine DDoS-Attacke auf einen Webdienstleister in den USA, der dann nicht nur dort, sondern auch in Teilen Europas und in Japans dazu sorgte, dass verschiedene Dienste, unter anderem Twitter, Netflix, PayPal, über Stunden nicht erreichbar waren. Das für den Angriff genutzte Botnetz waren unzählige internetfähige Endgeräte wie IP-Kameras, Drucker, Router, Babyphone oder auch Festplattenreceiver eingebunden. Und das ist also ein Risiko. Ein weiteres Risiko, auf das ich nochmal hinweisen möchte, ist, gerade wenn Sie kleine mittelständische Firmen haben, mit der Nutzung von Privatgeräten, die Sie einbinden in Ihre Firmennetzwerke, Bring Your Own Device, wie das heißt, holen Sie sich ein weiteres Gefährdungspotenzial hinein, wenn Sie dann eben die Dinge verbinden, Angriffspunkt, mobile Endgeräte und Firmensoftware. Daneben spielt der Faktor Mensch aber immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Sehr, sehr häufig wird eben mittels Social Engineering es erreicht, dass die Schadsoftware am Ende in die Firmennetzwerke gelangt oder auch auf Ihren privaten Rechner, indem Sie einen Anhang anklicken, den Sie nicht anklicken sollten. Was wir als weiteres Muster erkennen, was sich durchsetzt, ist Crime as a Service, wie wir das nennen. Also die Tatsache, dass ich nicht nur
die möglichen Tatgelegenheiten erweitern, sondern auch der Kreis der potenziellen Täter. Sie müssen nicht mehr ein IT-Nerd sein, um Cybercrime zu machen. Alle erforderlichen Komponenten zur Begehung von Cyberdelikten, die können Sie auch in der sogenannten Underground Economy als Dienstleistung erwerben. Es gibt umfangreiche Handlungsanleitungen, Tutorials, sogar einen Kundenservice, der dann da bereitsteht auf solchen Plattformen. Und häufig machen die relativ geringen Preise das Ganze auch sehr attraktiv. Und der Glaube, dass man im Darknet vor Verfolgung einigermaßen geschützt ist. Und die Folge ist, dass wir eben auf solchen Plattformen, die teilweise aussehen wie eBay oder Amazon und in den entsprechenden Foren, nicht nur Angebote haben, Dienstleistungen aus dem Bereich von Cyberdelikten, sondern auch, dass sich klassische, konventionelle Kriminalitätsbereiche ins Netz verlagern, als Vertriebsweg, will ich mal so sagen. Und das betrifft illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, genauso wie illegalen Handel mit Waffen oder Kinderpornografie und auch Betrugsdelikte. Und solche kriminellen Infrastrukturen und Marktplätze, die müssen wir aufspüren und die müssen wir schließen. Ich will gleich noch mal ein paar Dinge sagen zu unseren grundsätzlichen Strategien, aber hier schon mal an der Stelle, wir schauen da nicht tatenlos zu. Ich will Ihnen hier mal ein, zwei Beispiele nennen. Wir haben ein Ermittlungsverfahren geführt im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Dort ist die Zentralstelle für die Bekämpfung der Internetkriminalität, also eine sehr, sehr gut ausgebildete Staatsanwaltschaft, mit der wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Und wir haben ermittelt gegen mutmaßliche Betreiber und Mitglieder verschiedener deutschsprachiger Foren der Underground Economy, auf denen eben Waffen, Betäubungsmittel, Falschgeld gehandelt wurde, aber auch ausgespähte Daten. Sie konnten dann Kreditkartendaten und Online-Banking-Daten kaufen und kriminelle Dienstleistungen, wie zum Beispiel DDoS-Attacken, waren dort käuflich erwerbbar. Und wir haben im Zuge dieser Ermittlungen 69 Objekte im In- und Ausland durchsucht und mehrere Haftbefehle vollstreckt. Und dabei konnten wir 5 Plattformen, solcher Plattformen, dann auch übernehmen, also sichern und übernehmen. Und haben das erste Mal so einen Sicherstellungsbanner, was Sie hier sehen, dann auch im Internet gepostet, also wenn Sie so wollen, einen digitalen Kuckuck geklebt. Und das hat dann unsere Klientel doch schon sehr beeindruckt, dass Polizei zu so etwas in der Lage ist. Stichwort unsere Klientel, was sehen wir im Hinblick auf die Täter? Das Täterspektrum reicht vom klassischen Einzeltäter bis hin zu vernetzten Strukturen, bis hin auch zu hierarchischen Strukturen. Was wir am meisten sehen, sind oftmals gute, ausgebildete Menschen, die in losen Netzwerken gewinnorientiert im Bereich Cyber-OK zusammenarbeiten. Da werden also Kompetenzen ausgetauscht, Dienstleistungen angeboten und nachgefragt und so entstehen dann auch häufig richtig klare Geschäftsstrukturen und Aufgabenverteilungen. Der eine, der programmiert, der andere, der verteilt, der Finanzagent etc. Also, wenn Sie so wollen, eine gut strukturierte, dunkle Wirtschaft, mit der wir es da zu tun haben. Darüber hinaus entdecken auch klassische OK-Gruppierungen das Feld des Cybercrime als Geschäftsfeld. Die Zahl, die wir dann feststellen bei den Ermittlungen, die wir haben, ist noch relativ überschaubar, aber mit steigender Tendenz. Das ist ähnlich wie in der normalen Wirtschaft. Wir können also sagen, die etablierten Kriminellen wollen sich auch hier mit den Start-ups anlegen und das Feld nicht einfach so den Neuen überlassen. Das erleben Sie auch in anderen Wirtschaftszweigen. Insofern stellen wir uns auch darauf ein, dass OK-Strukturen, klassische OK-Strukturen lernen werden und von den eher hierarchischen Strukturen stärker überwechseln in Netzwerkstrukturen. Ja, wie erreichen wir jetzt hier auch Wirkungen? Ein Beispiel habe ich Ihnen genannt, ein zweites will ich Ihnen nochmal aktuell nennen. Wir haben mit 14 Landeskriminalämtern gemeinsam aktuell und mit 8 Staatsanwaltschaften gegen Mitglieder eines oder des größten deutschen Underground Economy Forums ermittelt, das heißt Crime Network .biz. Es ist uns gelungen, es aufzuspüren, trotz entsprechender Sicherung und auch zu sichern. Und dann haben wir das erste Mal mit Cyberspezialisten in BKA in Wiesbaden
die alle zusammengeholt und in einer Ermittlungsgruppe mehrere Monate zusammengearbeitet. Ziel war, die verdeckt operierenden User und die Hauptakteure dieses Forums zu identifizieren. Wir hatten uns 260 vorgenommen, von denen haben wir dann 153 identifizieren können und von denen waren 11 der Führungsebene zugerechnet und es ist uns dann gelungen, das war vor 14 Tagen deutschlandweit mit 1000 Ermittlern 120 Wohnungen und Geschäftsräume zu durchsuchen. Wir haben Haftbefehle vollstreckt. Ja, das Netz gibt es nicht mehr, das hatten wir auch schon vorher gesichert. Die Reaktion im Netz, hier habe ich ihn hier mal an die Wand geworfen. Die Szene war dann schon verunsichert. Manche haben sich dann selbst gestellt, haben dann auch sich selbst aus den noch bestehenden Foren sehr schnell verabschiedet. Es herrschte gegenseitiges Misstrauen. Es waren Fragen, kann man überhaupt noch mit Bitcoins arbeiten oder kann die Polizei das jetzt auch? Es wurde auch Respekt vor der Ermittlungsarbeit geäußert. Wenn Sie das jetzt hier mal lesen, die Blauen sind schlauer als je zuvor. Damit ist die Polizei gemeint, ne? Blau-silberner Streifenwagen. Sie haben das Prinzip Cybercrime verstanden. Und einige haben auch gemutmaßt, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja, das soll es auch. Bevor ich aber darauf eingehe, noch ein Feld, Cyberspionage. Auch das ist ein Punkt, der doch sehr aktiv im Netz begangen wird. Deutschland steht im Fokus von fremden Nachrichtendiensten. Das hat verschiedene Ursachen. Wir haben eine für andere Nachrichtendienste günstige geostrategische Lage im Zentrum Europas. Wir sind Mitglied der NATO. Wir haben eine große Wirtschaftskraft mit vielen innovativen Unternehmen. Und unsere mittelständischen, gerade die mittelständischen Firmen, haben eine hohe Anerkennung bezogen auf Wissenschafts- und auch Forschungsleistungen. Und insofern ist es eigentlich logisch, dass wir im Zielspektrum stehen. Die Bitkom hat auch hierzu eine Studie gemacht. Im April 2015 zum Thema digitaler Wirtschaftsschutz. Und sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den vergangenen 2 Jahren 51% aller Unternehmen Opfer digitaler Wirtschaftsspionage geworden sind. Scheint also sehr verbreitet zu sein. Man könnte auch sagen, vielleicht haben es die anderen 49% auch noch nicht gemerkt. Ja? Weil nicht immer stellt man ja rechtzeitig fest, wenn man Opfer wird. Es gibt eine Vielzahl fremder Nachrichtendienste, die sich auf dem deutschen Boden tummelt. Die Ausforschung zielt auf Spitzentechnologie ab. Schwerpunkte sind Energie, Militär, Röntgen und Nukleartechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Und diese Kampagnen, die haben schon eine sehr, sehr hohe Qualität. Man sieht, dahinter stecken starke finanzielle Ressourcen und auch ein ausgeprägtes Maß an Fähigkeiten, solche Dinge auch durch oder umzusetzen. Und das geht dann auch in Richtung kritischer Infrastruktur. Wir haben Angriffe gesehen auf die Stromversorgung sowie den Flughafen in der Ukraine. Und das heißt, auch in Deutschland müssen wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigen und tun das ja auch, weil die Sicherung unserer Infrastruktur schon eine große Herausforderung und Aufgabe ist und wir das auch nicht vernachlässigen sollten. Gegenstrategien. Was tun wir? Ich habe zwei kleine Beispiele schon genannt, bevor ich nochmal auf ein paar ganz handfeste Dinge eingehe. Ein paar grundsätzliche Anmerkungen, wie ich die Lage aktuell einschätze, was wir im Bereich Cybercrime machen müssen. Nach meiner Einschätzung wird die Polizei wie viele Branchen aktuell, Energie- oder Bankensektor, geradezu durchgeschüttelt aktuell. Wir stehen vor großen Herausforderungen und da will ich jetzt mal nicht die benennen, dass weltweite Krisen sich auch in Deutschland widerspiegeln und das Thema Terrorismus und Flüchtlinge, sondern nur auf den hier interessanten Part eingehen. Die technologische Dynamik. Die weltweit verfügbare Datenmenge hat sich in den letzten 2 Jahren verdoppelt. Man könnte das auch umgekehrt ausdrücken. In den letzten 2 Jahren wurden so viele Daten weltweit produziert wie die gesamte Menschheitsgeschichte zuvor. Daraus wird die unglaubliche Dynamik deutlich. Und wenn wir uns mal anschauen, Kommunikationsüberwachung war eins unserer Themen, wie schnell die Entwicklung ging von der Mobiltelefonie über die SMS dann zu WhatsApp und zu kryptierten Nachrichten.
dann sehen wir, wie groß die Herausforderung ist, hier Schritt zu halten. Und ich sehe da so eine Analogie wie vor 100 Jahren. Gut 100 Jahren, als die Mobilität sich durchsetzte, das Automobil sich durchsetzte. Damals hat man in den USA die Diskussion geführt, ob man Autos nicht besser verbieten sollte, weil ja die Kriminellen auch immer sich so schnell von Tatorten entfernen konnten und die Polizei gar nicht Schritt halten kann. Zum Glück hat man sich dann dafür entschieden, der Polizei auch Autos zu kaufen. Und so ähnlich ist das auch heute. Also wir müssen im digitalen Raum Schritt halten, dürfen nicht zu Fuß hinterher. Und das gilt auch für den Bereich des Rechts. Wir müssen Technik offen, Recht anpassen, müssen auch dort Schritt halten, auch dazu gleich noch zwei, drei Beispiele. Der zweite Punkt ist die Internationalisierung der Kriminalität. Wir sehen das in vielen Feldern, aber insbesondere natürlich im digitalen Bereich, wo sie prinzipiell grenzenlos sind. Wir haben vor kurzem einen Tatverdächtigen auf Zypern festnehmen können, also die zypriotische Polizei. Der stammte aus der Republik Moldau. Der Haftbefehl kam aus den USA. Die zugrunde liegende Ermittlung hat das BKA geführt. Das ist moderne Polizeiarbeit. Und Cybercrime ist per se international. Sie wissen nie, wo der Server steht. Das heißt, wir müssen internationale Zusammenarbeit auf ein neues Niveau bringen. Ich habe mich vor ungefähr einem Jahr mit Herrn Comey, dem BKA-Chef, über dieses Thema unterhalten. Und er hat ein, finde ich, sehr schönes Bild gezeichnet, wie er zu dem Zeitpunkt einschätzte, wie wir international zusammenarbeiten. Er hat gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind da so unterwegs als Polizeien, wie eine Jugendfußballmannschaft Fußball spielt. Jeder rennt den Ball hinterher. Und wir müssen aber in die Champions League. Und ja, das ist richtig. Wir haben auch, glaube ich, weitere Schritte geschafft. Aber bis Champions League ist noch ein Schritt. Und wir haben auch noch zu viele weiße Flecken auf dem Globus. Es reicht nicht, wenn 4, 5 gute Player unterwegs sind, sondern zu der Mannschaft gehören dann mehr, damit wir Cybercrime auch wirklich weltweit angehen. Und der dritte Punkt ist die Vernetzung und ständig neue Geschäftsmodelle. Und da reden wir über die Cyberfähigkeit von Polizei auch in Deutschland. Und wenn mich dann meine Kollegen immer fragen, was das heißt, dann sage ich immer nicht an erster Stelle, das heißt, dass jeder Polizeibeamte ganz, ganz viel über Internet und Digitalität wissen muss. Das Wichtigste ist Anpassungsgeschwindigkeit. Wir können auf eine, ich nenne das mal asynchrone Bedrohung, nicht mit Bürokratie reagieren, wie in den 80ern. Wir müssen auch als Polizei viel schneller handlungsfähig werden. Und das BKA hat deshalb seine Strategie so angepasst, dass wir gesagt haben, wir sind der zentrale IT-Dienstleister für die Polizei in Deutschland. Wir entwickeln Systeme, die möglichst alle nutzen, damit wir schneller anpassungsfähig sind. Wir sind Kompetenzzentrum für die Polizei in Deutschland. Wir entwickeln Lösungen, die andere anwenden können. Also ein Beispiel, wir haben eine Forensik-Cloud entwickelt zur Entgegennahme von Bild- und Videomaterial, ohne sich einen Virus einzufangen. Und das haben wir vor dem Hintergrund Terrorismus getan. Mittlerweile können das alle Polizei in Deutschland einsetzen, zum Beispiel auch noch Ausschreitungen im Fußball. Und dass wir solche Dinge Schritt für Schritt weiterentwickeln, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind Informationsbroker, und zwar nicht nur national, sondern auch international. Und wir sind sowas wie ein Projektsteuerer, wie bei den Beispielen, die ich Ihnen gerade genannt habe. Aber wichtig ist am Ende auch, dass wir eben auch diese Spezialfähigkeiten haben. Wir haben im BKA eine Spezialdienststelle eingerichtet aus Polizeibeamten mit besonderen Fähigkeiten und Cyberanalysten, die gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr erfolgreich, weil der eine von dem anderen lernt. Und wir haben eben Schritt für Schritt immer mehr auch an Angeboten, die wir entwickeln, die wir der Polizei insgesamt zur Verfügung stellen. Ganz banal, wir können nur aktiv werden, wenn wir von Straftaten wissen. Und deshalb komme ich zurück zum Anfang des Vortrags. Wir müssen Anzeigen bekommen von Geschädigten. Nur damit können wir in die Strafverfolgung eintreten, nur damit können wir lernen. Und Täter bleiben eben oft straflos, wenn wir nicht aktiv werden. Und es kann ja nicht sein, dass Cybercrime entweder erfolgreich ist oder folgenlos. Und deshalb sehen wir das als Verpflichtung, hier ins Spiel zu kommen und werben, wo immer wir können, dafür, dass Anzeigen auch tatsächlich erstattet werden. Und zwar früh, weil häufig die Daten flüchtig sind, die wir brauchen. Wir brauchen ein klares Bild über das, was im Netz passiert. Nur so können wir unsere Bekämpfungs- und Präventionskonzepte auch weiterentwickeln. Was haben Sie davon?
Und wir können dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Know-how-Abzug gestoppt wird. Ja, wir dürfen ja auch im Netz mit anderen Methoden unterwegs sein. Wir haben gute Kontakte auch ins Ausland, in verschiedene Richtungen, um auch bei Serverstandorten im Ausland aktiv zu werden. Nur Polizei kann am Ende Tatverdächtige festnehmen. Und nur Polizei kann auch dafür sorgen, dass ein Angriff wirklich aufhört, nämlich den Stecker rausziehen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um Folgetaten zu vermeiden. Und um auch weitere Täter abzuschrecken. Und wir haben uns gefragt, warum ist das denn so, dass die Anzeigenbereitschaft so gering ist? Woran liegt das? Und das hat verschiedene Ursachen. Auch, glaube ich, das haben wir gerade bei kleinen und mittelständischen Firmen gemerkt, dass man falsche Vorstellungen davon hat, wie die Polizei arbeitet. Nämlich nicht so wie auf dem Bild. Wir kommen nicht mit dem Streifenwagen mit Blaulicht und nehmen dann den Firmenrechner mit, sondern wir können den Betrieb durchaus so laufen lassen, sehr diskret arbeiten. Das können wir in einer analogen Welt und das machen wir genauso in der digitalen. Das ist unsere Form, wie wir damit umgehen. Und häufig liegt es wohl auch daran, dass uns die Kompetenzen vielleicht nicht zugetraut werden. Und auch daran müssen wir arbeiten. Und das betrifft wahrscheinlich auch jeden Kontakt mit der Polizei. Selbst wenn Sie an der Polizeiwache in Deutschland kommen, dann muss man eben, auch wenn man zum Beispiel Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ist, auf Polizeibeamten stoßen, die auch mit umgehen können. Und das müssen wir weiterentwickeln, um das Vertrauen der Bevölkerung weiter zu stärken. Wir sind nicht nur im analogen Bereich in der Lage, Straftaten zu verfolgen, sondern eben auch im digitalen. Und Mut hat es auch gemacht, dass die Zusammenarbeit mit Sicherheitsorganen durchaus positive Wirkung hat, eben nicht einen Reputationsverlust zu erleiden, sondern genau das Gegenteil. Das FBI hat für die USA eine Untersuchung durchgeführt, was passiert eigentlich mit Aktienkursen von Firmen, wenn bekannt wird, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Die fallen. Aber nur für kurze Zeit. Und gar nicht so tief, wenn gleichzeitig bekannt wird, dass man mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Also hier ist die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden eher Schutz als denn eine Bedrohung. Und das ist etwas, was wir natürlich immer wieder gerne auch sagen. Was machen wir konkret? Wenn wir im digitalen Bereich ermitteln, dann machen wir das mit einer Kombination aus digitalen und Ansätzen aus der analogen Welt. Wir setzen neue Instrumente ein, wie zum Beispiel Server, Kommunikationsüberwachung, aber auch klassische, wie zum Beispiel verdeckte Ermittler oder Vertrauenspersonen. Ja, das machen wir auch. Wenn wir auch mal jemanden umdrehen aus der Szene, dann nutzen wir diese Zugänge gerade im Darknet, um an Informationen zu bekommen. Und wir sind auch in der Lage, mit digitaler Währung umzugehen, also Sicherstellung von Bitcoins. Da sind wir auf der Höhe der Zeit, und wenn es um internationale Ermittlungen geht, dann können wir mit sogenannten Joint Investigation Teams arbeiten. Das ist eine Einrichtung, wo man mit anderen EU-Staaten und auch Nicht-EU-Staaten eng kooperieren kann und sich den komplizierten und langwierigen Rechtshilfeweg spart. Auch da sind wir durchaus schon einen Schritt weiter. Aktuelles Beispiel: Im Februar wurde ein britischer Staatsangehöriger festgenommen an einem Flughafen in Großbritannien, gleichzeitig seine Wohnung auf Zypern durchsucht und wir haben einen Haftbefehl erwirken können. Er war nämlich verantwortlich für die Angriffe auf Router der Deutschen Telekom vom 27. November. Wir haben ihn ermitteln können und dann sieht man eben, dass wir auch dort aktiv solche Dinge nicht nur beenden, sondern auch die Beschuldigten feststellen können. Wir haben ihn dann abgeholt und nach Deutschland mittlerweile zurückgebracht. Auch im Recht müssen wir Schritt halten. Kriminalität 4.0, auch nicht Recht 1.1. Es ist schon viel passiert, auch in diesem Zusammenhang. Aber auch hier brauchen wir entsprechende Weiterentwicklungen des Rechts. Das heißt, der Straftaten, Datenhehlerei gibt es mittlerweile. Aber auch der Befähigung, der Eingriffsbefugnisse von Polizei im Netz. Aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit erspare ich Ihnen das. Wichtig als letzter Punkt ist eine sehr starke Vernetzung der Akteure. Das müssen wir als Polizei tun, also Behörde mit Behörde, Polizei mit Polizei, aber auch mit der Wirtschaft, auch mit der Wissenschaft, also ein intelligentes Netzwerk aufzubauen. Nur wenn wir das schaffen, solchen Informationsaustausch, dann erreichen wir, dass wir auch voneinander lernen, dass wir Vertrauen ineinander entwickeln und dass das Risikobewusstsein auch ausgeprägt genug ist bei allen
Beteiligten. Das BKA ist, was das angeht, in zahlreichen Netzwerken aktiv. Wir haben Verbindungsbeamte in 49 Ländern. Wir sind bei Europol, dort in der Cybercrime-Plattform aktiv und auch multilateral mit verschiedenen Ländern. Und natürlich geht es auch um behördlich-private Kooperationen. Da gibt es eine Menge, lassen Sie mich ein paar nennen. Allianz für Cybersicherheit oder die Sicherheitskooperation Cybercrime des LKA hier in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit der Bitkom, wo auch Niedersachsen mitmacht, glaube ich auch ein ganz wichtiges Instrument. Wir haben den Bundesverband IT-Sicherheit e.V. und das BKA ist auch in solchen behördlich-privaten Kooperationen aktiv. Bei uns zum Beispiel im German Competence Center Against Cybercrime, G4C kurz genannt, begründet durch Banken, mittlerweile erweitert mit Kooperationspartnern aus der Internetbranche und aus der Finanzbranche. Und auch hier geht es darum, dass wir auch für Informationen zur Verfügung stehen und die Partner selbst aber auch Lösungen entwickeln. Ja, Sie sehen, die ganze Digitalisierung bringt eine Menge an bedeutenden Errungenschaften, die wir alle privat oder beruflich nicht missen möchten. Und wir müssen uns eben dann auch mit der dunklen Seite beschäftigen. Das tun wir in verschiedener Art und Weise. Wir sind bemüht, unsere Expertise zu bündeln. Das geht nur mit entsprechender Kooperation. Wie gesagt, national, international, Behörden wie private. Und diesen Schulterschluss, den brauchen wir. Und daran wollen wir auch als BKA aktiv mit Ihnen weiterarbeiten. Wir wollen einen Beitrag leisten, damit Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen privat wie beruflich durchführen können und dass der polizeiliche Verbund insgesamt in Deutschland leistungsfähiger wird, wenn Sie so wollen, eine Organisationsentwicklung 2.0 für Polizei im digitalen Raum. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, Mr. Holger Munch.